Jo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder mal, euer Xgamer032x und ich habe euch aus Let's Play GTA San Andreas Part 63 mitgebracht und wir gehen jetzt mal raus. Nehmen mal hier den Anruf entgegen. Hey, tiny bald idiota! Catalina, hey, I know it's you. What's eating you, baby? I don't love you no more! Well, hey, that's just hello? Oh, ey, die regt mich auf. Also, Catalina ist wirklich eine Person, die sieht und denkt, pff, boah. Das ist einfach so echt. Strong. Stroll away. Okay. I'm feeling a little exposed here. Verrostete Waffen. Das sind doch bestimmt Agenten. CJ weiß gar nicht, dass er neben ihm steht. What's your take on this? Damn! I thought them was your people. Listen, Carl, we've got a problem. Some traitors from another department think they can help the overseas situation by financing militaristic dictators in exchange for arms contracts. Hey, ain't that exactly what you do? Well, kind of, but we get to pick our dictators. Degenerates that we can control. We try to stay the hell away from these guys with principles, because that just muddies the waters. Yeah, okay. Okay, so, of course, these idiots have stolen a consignment of landmines, and they plan to offload them in the Middle East and cause a little ruckus and a problem. I mean, Carl, do you like maiming people? Curious. Maiming? Some people? Shit. Anyway, the point is, you and me, Carl, hey, we're the same. Now, yeah, it's a dirty job, but somebody's got to do it. But if you screw this up, it causes a tinderbox situation all over Latin America and the Middle East. Now, look, I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these fuckers. How's that? Huh? Man, kill government agents? Kill Schmidl. Come on, don't look at it that way, will you? Think of it as pest control. It works for me. All right, come on. I can't stay here now. I'm too hip. I gotta go. Okay? I'm out of here. Out of here. Nee, nee, nee. Okay, I'm out of here und haut ab, Alter. So, dann machen wir es mal. Du musst für Torino eine Bombe in diesem Flugzeug platzieren. Heimlich geht es nicht. Bla, nix. Fahr mit dem Motor auf die Rampe des Flugzeugs. Oh Mann! Fahr das Motor auf die Rampe des Flugzeugs so schnell wie es geht. Bla, irgendwas. Okay. Wir müssen uns anscheinend beeilen. So, geschafft. Hihi. Du sitzt im Flugzeug fest. Fail. Dieses Flugzeug ist voll mit Sprengstoff beladen. Setze keine Schusswaffen bla ein. Also wir nehmen jetzt mal. Du brauchst einen Fallschirm, um aus dem Flugzeug zu entkommen. Eines der Crewmitglieder hat einen bla. Konnte ich wieder noch nicht lesen, weil es zu schnell geht. Flup. Kopf weg. Komm schon. Geht doch. Ah. Der hat einen Fallschirm, der sagt. Ha. Nimm den Fallschirm. Du hast den Fallschirm. Platziere eine Rucksackbombe, dann spring aus dem Heck des Flugzeugs. Ja, mal ein bisschen hier so hin, wa? Wir springen aus dem Flugzeug. Na komm, jetzt just like a boss. Yeah! Mission erfüllt. $20.000. Fliegen wir mal wieder direkt in die Richtung von dem Flugplatz. Oder gleiten vielmehr in die Richtung des Flugplatzes. Yay, das ist langweilig. Okay. Früher habe ich das gerne gemacht, zum Beispiel im Multiplayer-Modus, also Sump. Bin ich sehr gerne vom Mount Chili oder so runtergesprungen oder irgendwas los, haben uns da so ein. Ja, auf einem gemappten Turm haben uns dann hingestellt und dann sind wir ganz dicht an den Bergen ran, ja, rangegleitet und so.
und haben halt versucht, dass wir nicht sterben dadurch, wenn wir da aufprallen. Aber das hat echt Spaß gemacht, das habe ich gern gemacht, mit dem Chilliot und so. Taxi. Oh, der Van ist unser. Raus, du Pedo. Hihi. Das war. Irgendwie steigt einfach raus und läuft weg. Pedo, Bea. Oh, hier. Das hier. Like a boss. Kleiner Moment. Oh, what the fuck. Ach, egal. Wir fahren jetzt einmal zurück. Ja. Puh, da war gar keine Rampe. So, wir parken uns jetzt auch mal die Karre in der Garage. Besser als immer eine zu suchen. So, passt sogar zur Farbe der Garage von innen. So, ich würde sagen, das war's noch erstmal für die Mission. Wir saven hier erstmal und sehen uns dann bei der nächsten Mission wieder. So. Wo fahren wir denn als nächstes hin? Ich würde sagen, wir gehen wieder hier zu dieser Mission. Ich würde sagen, das Ganze machen wir dann auch im nächsten Part. Und ja, bis dahin. Ciao, Leute.